Hey, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zum dritten Video in meiner Serie über die Ring Video Doorbell. Ja, eigentlich wollte ich die heute im dritten Teil schon montieren, aber ich nutze das, dass sie noch hier nicht montiert ist, heute mal dazu, dass ich mir die App noch mal genauer anschaue. Die hatten wir beim letzten Mal nur so zur Einrichtung genutzt und heute möchte ich mal schauen, welche Funktionen, welche Einstellmöglichkeiten bietet die App und was passiert eigentlich, beziehungsweise welche Möglichkeiten hat man, wenn es hier klingelt? All das jetzt. Wenn man die App neu gestartet hat, dann landet man zunächst einmal hier in dieser Übersicht. Hier kann man unterschiedliche Standorte sich anschauen, unterschiedliche Geräte sich anschauen, auch direkt neue Geräte einrichten. Und man bekommt hier alle Meldungen der letzten Zeit angezeigt. Ja, in diesem Dashboard kann man auch noch mehr machen. Man kann hier zum Beispiel direkt auch Meldungen löschen. Man kann direkt in Geräte reinspringen. Das zeige ich euch aber gleich, denn das geht auch hier über das Hauptmenü. Wenn wir hier mal das Hauptmenü aufrufen, dann sehen wir hier die einzelnen Punkte. Der nächste Punkt hier, sind die Geräte. Da sieht man, dass wir hier eine Videotürklingel haben und dass die auch online ist. Und wenn wir die jetzt mal antippen, dann kommen wir hier in das entsprechende dem Menü genau dieser Klingel rein. In dem Menü für diese eine Klingel können wir hier verschiedene Sachen aufrufen. Zunächst mal haben wir hier oben so ein Zahnrad-Symbol. Wenn wir da drauf gehen, können wir den Namen ändern, wir können den Standort ändern, wir können uns Installationsvideos nochmal anschauen. Wir können hier festlegen, dass zum Beispiel bei Warnungen direkt auch ein Vollbildvideo geöffnet wird und wir können hier auch die Lautstärke der Klingel ändern. Darüber hinaus gibt es hier noch weitere Funktionen. Hier kann man zum Beispiel grundsätzlich die Benachrichtigungen für diese Klingel ein- und ausschalten und auch die Bewegungsalarme grundsätzlich ein- und ausschalten. Was die Ereignisse angeht, so gibt es hier einen Ereignisverlauf. Hier sieht man alles, was passiert ist. Man kann nach entsprechenden Ereignissen filtern, also zum Beispiel hier das Klingeln anschauen lassen oder sich nur Bewegungen anschauen lassen. Da kann man halt auswählen, was man da haben möchte und man kann hier auch detailliert sich nochmal die Ereignisse anschauen. Wenn man da mal einfach drauf geht zum Beispiel, dann sieht man hier, was da passiert ist und da sieht man die Bewegung, hört den Ton und kann sich das alles nochmal anschauen. Ich weiß nicht, inwieweit diese Funktionalität dauerhaft gegeben ist, weil es gibt, das seht ihr hier unten, so ein Ring Protection Plan. Der ist im Moment kostenlos, 30 Tage lang kann man den kostenlos testen. Danach ist der kostenpflichtig und vermutlich muss man dann dafür bezahlen, dass Videos dauerhaft gespeichert werden. Man muss ja irgendwo, das wird ja irgendwo Cloud-Speicher dann sehr wahrscheinlich gemietet und ähnliches. Und um diese Funktionalität zu nutzen, muss man dann eben entsprechend so einen Protection Plan wahrscheinlich abschließen. Ja, dann kann man sich hierüber den Gerätestatus anschauen lassen. Man sieht, wie voll oder leer ist der Akku noch, wie gut ist die Signalstärke, wie gut ist es mit dem WLAN verbunden. Man sieht hier die letzte Statusaktualisierung, MAC-Adresse und so weiter. Und es gibt verschiedene Werkzeuge hier unten im unteren Bereich, mit denen man Sachen testen kann, das WLAN testen kann, den Status testen kann und so weiter. Also falls irgendwas nicht so ganz hundertprozentig ist, dann kann man hier quasi sich das detailliert anschauen. Dann gibt es verbundene Chimes. Chimes sind, Klingeln oder Glocken im Prinzip. Das heißt, die werden hier quasi mit dem WLAN verbunden und sind völlig autark. Ihr könnt also zum Beispiel eine solche Klingel dann in den Partykeller setzen oder in den Garten euch installieren, sodass ihr auch dort das Klingeln dann hört. Die sind allerdings dann nur mit der Video-Doorbell nutzbar. Ja, dann kommen wir zum Bereich Bewegungen, Stummschalten. Hier kann man die Bewegungsbenachrichtigungen für diese Kamera für eine Zeit lang ausschalten, 15 Minuten bis zu 2 Stunden und das Ganze dann speichern und dann bekommt man in dieser Zeit keine Bewegungsbenachrichtigungen. Man kann dann die Bewegungsbenachrichtigungen auch hier noch weiter konfigurieren. Das sind im Prinzip diese Sachen, die ersten drei Punkte, das sind im Prinzip diese Sachen, die man schon bei der Einrichtung gemacht hat, dass man hier festlegt, wie sieht das denn aus bei dir zu Hause, ist die Kamera Richtung Straße ausgerichtet, wie weit ist die Straße entfernt, wie häufig passiert da irgendwas, das kann man hier angeben. Das sind halt diese Sachen, die wir bei der Einrichtung schon gemacht haben. Wirklich interessant und neu ist hier der Bewegungszeitplan. Hier können wir neue Regeln hinzufügen, wann
diese Benachrichtigungen nicht aktiv sein sollen. Das heißt, wir können also hier drüber die Kamera gezielt oder die Bewegungsmeldungen gezielt ausschalten. So kann man zum Beispiel sagen, nachts, wenn ich da bin oder so, dann soll das nicht passieren, oder am Wochenende soll es keine Bewegungsmeldung geben, sondern eben dann nur in den Zeiten, in denen ich zum Beispiel arbeiten bin. Ja, dann gibt es noch den Punkt Alarmtöne. Hier können wir im Prinzip bestimmen, wie soll denn hier in der App ein Alarm aussehen. Das heißt, wir können hier die Lautstärke der Alarme für das Klingeln festlegen, den Ton festlegen. Hier gibt es unterschiedliche Töne, sogar Sprachen. Leider nur in englischer Sprache, und man kann auch nichts, keine Wave-Datei oder so ähnliches selber auswählen und das bestimmen. Ja, das kann man festlegen, sowohl für das Klingeln als auch für Bewegungsbenachrichtigungen. Auch hier eine separate Lautstärke und ein separater Ton. Dann haben wir noch den Punkt freigegebene Benutzer. Hier können wir neue Benutzer hinzufügen, die dann ebenfalls benachrichtigt werden. Die müssen auf ihrem Smartphone ebenfalls die App installieren, müssen sich dann ein eigenes Konto anlegen mit eigener E-Mail-Adresse. Und wir können die dann hierüber hinzufügen, indem wir einfach die E-Mail-Adresse eingeben und hier denen eine Einladung senden. Und die müssen die dann bestätigen. Und dann können die eben auch auf unsere Video-Doorbell zugreifen. So kann man das im Familienkreis quasi nutzen. Dann gibt es noch den Punkt Ring-Partner. Das ist etwas, wo man verschiedene Schlüsselsysteme oder Schlosssysteme hier anbinden kann. Wer also zum Beispiel ein smartes Schloss an seiner Haustür hat, der kann, und das von einem dieser Anbieter ist, der kann das dann hierüber verbinden mit der App und so dann eben auch entsprechend bei einem Klingeln die Tür öffnen lassen, wenn er das möchte. Dazu muss man aber, wie gesagt, einer dieser Partner, ein Schloss von einem dieser Partner haben. Ja, zu guter Letzt gibt es dann hier noch die Videoeinstellungen. Hier kann man so ein bisschen Sachen noch tweaken. Man kann zum Beispiel eine HDR-Ansicht machen und HDR-Videos einschalten. Dann hat man einen höheren Dynamikumfang. Die Schatten sind nicht so dunkel, die Höhen sind nicht so hell. Oder man kann eine Live-Ansicht hier einschalten für jegliche Ereignisse und auch für das Aktivieren der Klingel. Durch beide Sachen, wenn man die einschaltet, wird aber die Akkulaufzeit verkürzt. Wer also seine Video-Doorbell nur an einem Akku hat, der sollte sich das gut überlegen. Wer die verkabelt hat an einem Transformator, einem Klingeltransformator, der kann da sicherlich aus den Vollen schöpfen. Ja, dann können wir hier wieder zurückgehen und kommen dann auch hier wieder zum Hauptmenü. Ja, im Hauptmenü gibt es dann noch einige weitere Punkte. Ich gehe die mal schnell durch. Wir haben hier den Verlauf. Das ist im Prinzip nochmal eine andere Übersicht über alle Ereignisse, die so in der Vergangenheit abgelaufen sind. Man kann hier zwischen Kameras und Alarmen wählen und natürlich auch hier wieder filtern und Ereignisse löschen. Auch mehrfach oder mehrere löschen, wenn man das möchte. Alles kein Problem. Der nächste Punkt sind die Einstellungen. Hier kann man seinen Standort nochmal anpassen, wenn man das möchte. Oder auch sein Benutzerkonto und neue Benutzer hinzufügen. Das ist hier ebenfalls drüber möglich. Den Punkt neues Gerät einrichten, den haben wir schon kennengelernt bei der Einrichtung. Hier werden eben neue Sachen hinzugefügt, neue Türklingeln, Sicherheitskameras oder eben diese Chimes. Alarme, das sind so Bewegungsmelder, die kann man hier hinzufügen, oder Schlösser, und die können dann alle hier quasi in dieser App verwaltet werden. Dann haben wir hier unten noch den Punkt des Kontos. Darüber können wir nochmal auf unser Konto zugreifen, unsere Kontoeinstellungen ändern, E-Mail-Adresse, Telefonnummer etc., all das, was hier nötig ist. Es gibt den Punkt neue Funktionen. Hier werden neue Funktionen angekündigt und man kann die auch hier dann direkt schon aktivieren und ausprobieren für seine App. Das muss man dann hier eben entsprechend einschalten und speichern. Und ja, ein weiterer Punkt ist der Bereich Hilfe. Hier haben wir die Möglichkeit, uns nochmal Hilfe zu holen. Wir können auf die Hilfe-Webseiten zugreifen, den Support kontaktieren und Ähnliches. Ja, und zu guter Letzt gibt es hier noch den Punkt Abmelden. Darüber können wir uns dann von der App abmelden. Und wenn dann jemand anders sich anmelden möchte, um seine Türklingel zu kontrollieren, dann kann er das darüber dann eben machen. Zum Abschluss wollen wir uns natürlich auch anschauen, was passiert, wenn jemand an der Haustür klingelt. Ich drücke hier mal drauf und dann seht ihr, kommt hier eine Meldung, und wenn ich die antippe, dann wird automatisch die App gestartet und ich sehe jetzt hier das Live-Bild von der
Kamera quasi. Ich kann jetzt hier verschiedene Sachen machen. Ich kann zum Beispiel jetzt hier über dieses grüne Telefon denjenigen ansprechen und mit dem mich unterhalten. Ich schalte hier mal die einzelnen Funktionen aus, das Mikro und den Lautsprecher aus. Ich kann den also ansprechen, höre auch, was der sagt und kann so zum Beispiel einem Postboten sagen, ja, legen Sie das Paket an der Seite ab oder geben Sie es bei dem und dem Nachbarn ab oder stellen Sie es irgendwo in die Garage, die ist offen. Das kann ich dann sagen und ich kann dann hierüber über diese Funktion quasi das Gespräch jetzt auch wieder beenden, auflegen und bin dann hier eben wieder in meinem Dashboard. Soweit der Funktionsumfang hier der App, der Ring Video Doorbell. Ja, jetzt werde ich die Klingel im nächsten Schritt mal montieren und versuchen, das auch so ein bisschen festzuhalten, um euch das im letzten Film zu zeigen. Darin werde ich dann vermutlich auch noch ein Fazit packen, wenn ich die Klingel so mal 2 Wochen im Betrieb habe. Und all das gibt es dann im nächsten Video. Wenn euch dieses Video hier schon gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über nette Kommentare hier unten drunter. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, das würde mich echt freuen. Empfehlt mich weiter und falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, dann abonniert den Kanal und vergesst auch nicht, auf die Glocke zu drücken, auf das Benachrichtigungssymbol, damit ihr die kommenden Videos auch nicht verpasst. Von mir zum Abschluss wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.